Reichtum, das ist so ein ganz schwieriges Thema, denn was ist Reichtum? Es gibt Menschen, für die ist Reichtum vor allen Dingen sehr viel Geld, womöglich ein großes Haus, ein großes Auto, materieller Reichtum. Es gibt aber auch Menschen, für die ist Reichtum etwas ganz anderes. Für die ist Reichtum vor allen Dingen Freiheit, in einer schönen Natur leben. Ich habe hier ein Pärchen kennengelernt aus Brasilien. Die sind mit dem Fahrrad durch ganz Südamerika, fast 2 Jahre lang waren sie mit dem Fahrrad unterwegs und hatten ein Zelt dabei und sind halt durch ganz Südamerika gefahren mit dem Fahrrad. Und das haben sie auch in anderen Ländern schon gemacht. Für dieses Pärchen ist Reichtum vor allen Dingen Freiheit. Und sie verdienen sich unterwegs ihr Geld mit Handarbeiten und mit Schmuck, den sie selber machen. Sehr schöne Dinge. Auch das ist Freiheit. Die Freiheit der ärmeren Menschen hier ist auch Freiheit. Der Reichtum ist vor allen Dingen auch Freiheit, ja, das tun und lassen zu können, was sie möchten. Ich habe das ja schon oft gesagt. Armut erträgt sich besser in einer wunderschönen Umgebung am Meer, wo immer die Sonne scheint, mit einer tollen Familie womöglich, als alleine in der Großstadt in einer kleinen Wohnung. Wir gehen hier in diesem Video ein auf die Geschichte, die weltweit alle in Atem hält. Einige Märchenmedien berichten jetzt, dass die Menschen sich vor allen Dingen beim Sex zurückhalten sollten. Sex sollten sie, wenn, dann nur alleine tun, alleine machen oder mit Spielzeug oder halt auch mit Hilfe von Filme, online oder Telefonsex. Es wird tatsächlich so geschrieben. Eine große englische Zeitschrift hat das jetzt geschrieben, aber andere rücken gerade nach. Wir haben noch so eine Geschichte, so ein Virus, welches kursiert seit den 80er Jahren, welches gefährlich sein soll. Interessanterweise werden jetzt all die Dinge abgeraten, die Spaß machen und die gratis sind, die nichts kosten. Raus in die Natur, tanzen und vor allen Dingen auch Sex. Wenn es wirklich so wäre, dass das so gefährlich wäre und so viele Leute sich anstecken würden, dann müssten hier die Zahlen unendlich hoch sein. Denn die Menschen hier, viele Menschen hier, sehr viele Menschen hier, sind recht arm in materieller Hinsicht. Aber sie haben unglaublich viel Lebensfreude. Und sie passen zwar auf, aber Sex ist hier ein sehr großes Thema. Ja, es ist warm, es ist Lebensfreude da. Und da hat man natürlich auch anderweitig gerne ein wenig Spaß. Es gehört hier mit zur Kultur, nicht nur in Mexiko, sondern in sehr vielen lateinamerikanischen Ländern. Es ist auch kein Tabu darauf, es ist relativ normal. Ja, man geht in die Natur, tanzen ist auch ganz wichtig. Es gibt, glaube ich, niemand hier, der nicht mindestens einmal am Tag tanzt. Es wird viel getanzt, überall wird getanzt. Es gibt Musik und es ist immer, fast immer Musik, die auch zum Tanzen verführt. Und das Tanzen ist oft, nicht immer, aber oft auch die Vorstufe für mehr. Hier würde, denke ich, niemand auf die Idee kommen, zu sagen, ich mache das jetzt nur noch alleine, ja, im Notfall vielleicht, oder wir machen jetzt nur noch Telefonsex. Spielzeug, ja, das gehört mit dazu. Das ist ja auch, macht ja auch Spaß. Interessant, dass jetzt all die Dinge, die Spaß machen und nichts kosten, kein Geld kosten, dass die jetzt plötzlich im Rahmen dieser Geschichte ersetzt werden sollen durch Dinge, die Geld kosten. Sich mit anderen Menschen treffen, frei treffen, küssen, umarmen und mehr. Es soll alles ganz gefährlich sein. Und ich appelliere hier wieder an den Verstand. Wie gesagt, wenn das so wäre, dann müssten hier die Zahlen explodieren.
Und auch bei jungen Leuten müssten sie natürlich explodieren. Denn glauben Sie mir, die jungen Leute, die ich kenne, die lassen sich diesen Spaß mit Sicherheit nicht nehmen. Es wird etwas ganz Eigenartiges den jungen Menschen vermittelt. Andere Menschen können für dich gefährlich sein. Halte dich fern. Menschen, solange es Menschen gibt, lieben Menschen es, mit anderen Menschen zusammen zu sein, sich zu umarmen und wie gesagt auch mehr. Wir können es beim Wort nennen, Sex. Menschen lieben es, normale Menschen zumindest. Egal in welcher Form. Es gibt ganz viele verschiedene Formen, auch eigenartige Formen. Aber darüber wollen wir nicht reden. Es gehört zur Natur. Es ist Teil des Menschen. Teil des natürlichen Menschen. Aber wir befinden uns gerade in einer Entwicklungsphase, in der auch mit Hilfe von Märchenmedien viele Dokumentationen, Beiträge geteilt werden, dass es gar nicht so schlecht wäre, wenn wir nicht mehr nur ein natürlicher Mensch wären. Auch die sogenannte künstliche Intelligenz und damit die Roboter rücken immer weiter vor. Wir haben sie gesehen, tanzende Hunde. Wir wissen, Roboter als Insektenschwärme, die bestimmte Dinge auch sprühen können. Auch daran wird gearbeitet. Der Mensch als Roboter? Ich fantasiere mal so ein bisschen in Richtung Science Fiction. Sex mit einem Roboter geht natürlich auch, klar. Es gibt auch, und das wird es in Zukunft mit Sicherheit auch geben. Wie war das in diesem Film Blade Runner, wo es holographische Figuren gibt? Holographische Sexarbeiterinnen? Wer den Film gesehen hat, der weiß, was ich meine. Natürlich hat man mit diesen Menschen, mit diesen holographischen Figuren keine direkten Körperkontakte. Aber es funktioniert. Ähnlich wie einer Piepshow, wie bei einer Piepshow. Wir befinden uns auf einem Weg, der ist vollkommen weg von der Natürlichkeit. Vollkommen weg von den natürlichen Entwicklungen und vollkommen weg von den natürlichen Situationen. Aber wie ich das auch schon in vielen Videos erzählt habe, was ich nicht kenne, das vermisse ich auch nicht. Und wenn ich einige Jahre lang so weitermache wie bis jetzt und eine neue Generation heranwächst, die es nicht anders kennt, die so erzogen wurde, dass man ihnen gesagt hat, andere Menschen sind gefährlich und schon gar nicht Körperkontakt mit anderen Menschen haben, dann wird es vollkommen normal. Glauben Sie mir, Sie werden es nicht anders kennen. Sie werden auch gar nicht darüber nachdenken, weil sie es nicht kennen. Womöglich wird es in irgendwelchen Geschichtsbüchern sein. Womöglich wird irgendjemand ein altes Buch finden und wird dann sagen, hey, das ist ein eigenartiges Buch. Schaut euch mal an, was darin beschrieben wird. Menschen treffen sich, haben keine feste Beziehung, sondern haben sich zum ersten Mal getroffen. Womöglich wird daraus eine feste Beziehung, kann ja sein. Sie treffen sich zum ersten Mal und gehen nach Hause zu einem von beiden und legen sich gemeinsam ins Bett und machen eigenartige Dinge. Was ist das? Was waren das für Zeiten? Habt ihr das Buch gelesen? Ui, es wird natürlich sofort konfisziert. Es wird nicht lange existieren, womöglich. Ja, diese Erinnerungen, diese Vergangenheit soll natürlich nicht existieren. Es wird gerade ganz schnell, wirklich ganz schnell, schneller als wir zuschauen können, schneller als wir uns vorstellen können, wird die ganze Welt umgemodelt. Und das, was wir natürlich finden, wird als gefährlich eingestuft. Und das, was wir gefährlich finden, wird als natürlich eingestuft. Da sollten wir wirklich drüber nachdenken.
Also, Verstand einschalten. Verstand einschalten und handeln. Hier, wie gesagt, hier gehört das ganz normal mit zur Freiheit dazu. Und das lässt man sich hier nicht nehmen. Auch nicht in dieser Zeit, auch nicht in dieser Situation. Der Betrieb läuft weiter wie immer. Das hat sich hier nicht geändert. Ganz im Gegenteil. Man rückt sogar noch ein bisschen näher zusammen, weil man sagt, ich weiß ja nicht, was morgen ist. Dann genieße ich heute noch mal.